Rindspeer. Willst du nachher eine Runde Streit spielen? Vielleicht. Also da kommen ja gerade die Nebenquests, hier machen wir später auch noch. Warum ist in der Wunde weniger Wasser? Mit diesen Rationen kommen wir kaum durch den Tag, Kommandantin. Unsere Kinder haben Durst. Vermute, die haben ein anderes Problem. Hat das Kommando keine Reserven? Warum wird die Wunde bewacht? Du kannst uns das Wasser nicht wegnehmen. Die Wunde gibt weniger Wasser. Die Rationen sind angepasst. Was ist denn los? Wir kennen den Lauf der Wüste. Was hält uns davon ab, es uns einfach zu nehmen? Und jetzt? Will sich noch jemand beschweren? Wir sind der Wüstenclan. Wir überleben mit dem, was wir haben. Eure Kommandantin hält nicht viel vom Händchen halten. So machen wir das nicht. Und sie schon gar nicht. Hab ich gesehen. Wollen wir? Klar. Bin gespannt. Okay. Sie gehört zu mir. Draka ist nicht der Einzige, der eure Kommandantin hart angeht. Die Wüste hat das Überleben in uns eingebrannt. Wir spucken auf den Tod und stürmen in den Kampf. Vielleicht etwas zu enthusiastisch. Wow, er hat's geschafft. Doch. Sprich mit Yara. Hallo Yara, du könntest mir von deinem Geier hier mal ein paar Teile ausleihen? Fragen kostet ja nichts, oder? Okay. Das ist die Fremde, die sich mit dem Dissidenten Draka verschwört. Er ist kein Dissident, nur weil er Wasser verlangt, Yara. Aber er ist auch kein Kommandant. Das solltest du ihm sagen. Yitaka sagte, du brauchst Hilfe. Ach, hat er. Aloy hat einen einzigartigen Zugang zu den Wegen der Alten. Vielleicht kann sie helfen, bevor es außer Kontrolle gerät. Komm zum Punkt. Wovon redet Yitaka? Es gibt kein Wasser. Wie meinst du das? Ich meine, dass die Wunde im Sand, von der das Überleben des Clans abhängt, ausgetrocknet ist. Fehlendes Wasser? Diese Wasserquelle. Yitaka sagte, sie hinge mit den Alten zusammen? Soweit er weiß. Wenn wir Wasser schöpfen, füllt es sich wieder auf. Mit der Zeit. Seit ein paar Wochen nicht mehr. Ich befahl Rationierung und habe nach anderen Quellen gesucht. Aber alle im Umkreis sind verschmutzt. Warum die Geheimnistuerei? Die Leute im Dunkeln zu lassen, scheint es schlimmer zu machen. Wenn der Clan das wüsste, würde er meine Führung anzweifeln. Du machst dir bei einer Dürre Gedanken um deine Führung? Denk, was du willst. Bei den Maschinen, den Stürmen und Regalas Rebellion bin ich der einzige Grund, warum der Clan noch besteht. Regala. Draka sagte, dein Clan würde Regala nicht anrühren. Das ist eine Sache zwischen ihr und Häuptling Hekaru. Und so soll es bleiben, damit ihre Truppen sich nicht gegen meinen Clan wenden. Außerdem, wenn sie Hekaru besiegt, bleibt sie Anführerin. So ist das im Stamm. Draka. Drakas Leute haben für das Wasser viel geopfert. Er denkt, du bunkerst es für dich die selbst. Die perfekte Ausrede, um meine Führung anzuzweifeln. Das hat er immer gewollt. Natürlich will er sich gut darstellen. Er sagt, dass es ihm nur um die Durstigen geht. Aber in Wahrheit will er Kommandant werden. Und wenn er das wird, hätte er genau dasselbe Problem wie ich. Es gibt einfach nicht genug Wasser für alle. Plan, an Wasser zu kommen. Wie willst du also mit der Wasserknappheit umgehen? Wir müssen rationieren, um mit Zeit die Wunde zu retten.
Und in der Zwischenzeit verdursten Menschen? Jeder Tote ist meine Schuld. Das ist Teil des Kommandantenpostens. Es geht darum, dass der Clan überlebt, als Ganzes. Wir können ja mal gucken gehen. Ich kann nichts versprechen. Aber wenn die Wunde von den Alten gebaut wurde, kann ich vielleicht etwas tun. Und was genau willst du unternehmen? Zeig ihr einfach die Wunde, Yara. In Ordnung. Du kannst es mir sagen, wenn wir da sind. Nach dir. Zur Wunde im Sand geht es hier lang. Geh mal wieder spazieren. Du bist keine Kaja oder Osseram. Nein. Ich bin eine von den Nora. So aus Osten wie du aus Westen. Ich habe von eurem Volk gehört. Man sagt, nur die Verstoßenen verlassen euer Land. Es gibt Ausnahmen. Was hat eine Ausnahme der Nora im Westen zu suchen? Ich möchte Leuten helfen. Auch denen, die keine Hilfe wollen. Klingt nach einem schwierigen Vorhaben. Ja. Ist es. Besonders bei so Sturköpfen wie dir. Oh, das gibt nachher wieder viel Schuh im Sand. Aber geht's daneben, da geht's rein. Oh, warte mal du. Da ist sie. Danke. Die Wunde im Sand. Sie wurde von den Alten errichtet. Der Fokus sollte mir mehr verraten. Das ist Raka. Möge deine Klinge strahlen. Gehe in friedlichen Zeiten. Rohre. Sie führen aus der Siedlung hinaus. Was erkennst du? Eine Spur. In den Rohren. Die hier nur Rohre nach unten gehen. Ach hier. Was machst du da? Eure Wunde geht unter die Erde. Wir haben versucht, nach dort unten zu kommen, aber es ist zu schmal. Wo gehst du hin? Ich laufe mit. Ich kann uns zur Quelle führen. Zur ehemaligen. Wie? Ist das wichtig? Wichtig ist nur, dass die Wunde funktioniert und mein Clan überlebt. Lauf mit. Geh voraus. Du sollst eine neue Rüstung tragen. Wo geht der hin? Hier, neuer Nahkampfplatz. Jojo. Oh, hi. Plünderer. Ich sollte meinen Fokus für eine Weile abschalten. Ich sollte der ungefähren Richtung des Rohrs folgen können. Ich kann die Spur hin und wieder mit meinem Fokus überprüfen, damit ich auch richtig laufe. Bleib du da? Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Nein! Ah, da erwischt. Die Blumen. Und der Boden ist feucht. Die Ader muss ein Leck haben. Nicht genug, um das fehlende Wasser zu erklären, aber doch genug für die Pflanzen. Die Spur ist richtig. Das alles erkennst du an einem nassen Fleckchen Sand? Jep. Sag mal, nicht daneben bauen. Sag mal jetzt.
Oh. In den Zähnen, das sauf ich aber auch bald. Laufen wir eigentlich nur richtig, ja. Der Hügel. Sieht aus wie das Metall aus der Wunde. Wir folgen wirklich seiner Spur. Wie ich gesagt habe. Die Wüste tötet. Hält aber auch Überraschungen bereit. Nein, 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 nein! Ich geh mal nicht. Oh! Und ich dachte, ich hätte die da. Stehen nicht gerade erwischt? Der andere jetzt? Okay. Das Rohr führt durch den Berg. Wir müssen etwas klettern. Das kriegen wir hin, ganz sicher. Ja, ich schon. Mit dir bin ich mir noch nicht so sicher. Hallo, hoch. Danke. Ganz schön viele Maschinen. Und ein sehr toter Soldat. Einer von euch? Ich muss ihn mir näher ansehen. Erst müssen wir uns um die Maschinen kümmern. Komm mir nach. Die Maschine stört sich nicht an Säure. Okay, der da hat Feuer. Oh. Feuer. Oh, aber nicht so. Oh, gib mich mein Loot. Gegeneinander. Oh, verpiss dich! Ach du Scheiße. Was nehmen wir denn? Normale Pfeile.
Lösch! Wow! Weg da. Oh, wenn ich mich schon wieder in die Mangel nehme hier. Das war scheiße. Hat der den. Alter, halt doch mal still! Warum immer zu mir? Oh! Aue! Come on, nicht jetzt! Oh! Der ist aber sehr mitteilungsbedürftig. Oh, wer kommt denn da an? So, warte mal. Ist jetzt zwar nicht ideal, aber macht Schaden. Ach Scheiße, braucht auch Muskeln. Mal los. Wer hat den Scheiß? Ich muss das anders machen. Oh, come on jetzt. Sterben. Oh, war ein paar Mal, aber echt knapp. Vor allem, die sind immer zwei, ne? Die nehmen dich so in die Mangel. So, guten Tag hier. Wie es scheint, kennst du ihn. Das ist einer von Drakkas Männern. Ich schneide dem Dissidenten seinen Kopf ab und verfüttere ihn an die Geier, wenn er etwas damit... Wir wissen noch nicht, was hier passiert ist. Und müssen der Spur folgen. Geh voraus. Vielleicht waren die hier auch nur auf der Jagd nach Herzen. Kann ja sein. Ein Vorrat für die Jagd. So, ich habe gerade, naja, wollte gerade sagen, nein, ich bin nicht voll. Fehlen noch ein paar. Ich sollte mit meinem Fokus nachschauen, ob wir immer noch richtig sind. Ja, sind wir. Oh, da liegt noch was. Da müssen wir hoch. Wasser. Nicht mal ein ganzer Schluck. Aber in dieser Gegend gibt es keine Flüsse. Dieser Anker. Damit ist der Soldat wohl die Klippe hochgekommen. Er war wohl auf dem Rückweg nach Pfeilhand, als die Maschinen ihn erwischt haben. Vielleicht hat er da oben etwas Berichtenswertes gefunden. Das werden wir bald rausfinden.
Ja. Geht's hoch? Was ist das? Das Problem. Ich brauche meinen Fokus. Diese Waffe. Sieht aus, als wollte Drakas Soldat sie aufbrechen. Aber er wusste nicht, was er tat. Und jetzt wird das Wasser umgeleitet. Sabotage! Oder nur Unwissenheit. Finde einen Weg, die Pumpe zu reparieren. Ich glaube nicht, dass sich dadurch was ändert. Das Leck ist noch nicht zu. Ich versuche was anderes. Das muss das Rohr sein, das nach Brennspeer führt. Okay, wie soll ich die Pumpe reparieren? Sollte sich jetzt etwas tun? Vermutlich nicht. Wenn ich dem Hauptrohr folge, finde ich vielleicht etwas Nützliches. Oh. Komm schon. Nein. Moment. Ich sehe gerade so viel. Da komme ich nicht hoch. Okay. Was soll ich tun? Bleib hier und sag mir, wenn sich etwas ändert. Ich werde mich mal umsehen. Ah, hier geht's. Ein Ventil. Das könnte helfen. Glaub nicht. Nicht mehr. Sieht so aus, als hätte es den Wasserfluss gestoppt. Jetzt muss ich ihn nur noch nach Brennspeer umlenken. Erstmal haben wir hier unten was Legendäres. Das ist dieselbe Art von Maschine, die wir draußen gefunden haben. Aber diese hier leckt nicht. Vielleicht kann ich den Wasserfluss damit umlenken. Klingt, als ob sich der Wasserfluss verändert hat. Ich muss das Ventil oben öffnen und das Wasser zirkulieren lassen. Wie komme ich da hoch? Ah, hier. Ja, da komme ich nicht hoch. Oh. Benutzen. Runter hier. Wir haben total den Militärton, ja. Das ist, Das System hat sich zurückgesetzt. Konnte den Wasserdruck nicht halten. Ich muss schneller zu dem Ventil. Ja, auf Zeit auch noch. Hier komme ich hoch. Okay. Als ob sich der Wasserfluss verändert hat. Ich muss das Ventil oben öffnen und das Wasser zirkulieren lassen. Ah, da geht's nicht. Ah, hier. Was da?
klingt, als hätte sich was getan. Aloy, ich kann wieder Wasser im Zimmer hören. Leckt etwas? Ich sehe kein Leck. Na, hoffentlich heißt das, dass mein Plan funktioniert. Ja, okay, wie komme ich da jetzt raus? Ah, danke schön. Doch. Das sollte reichen. Dadurch fließt wieder Wasser nach Brennspeer? Das finden wir heraus, wenn wir uns die Wunde ansehen. Draka wusste, was geschehen würde, wenn die Hauptstadt kein Wasser mehr bekommt. Aber das war ihm egal. Er wollte eine Krise herbeiführen, damit er meine Führung anzweifeln konnte. Das wissen wir nicht sicher. Triff mich bei der Wunde, wenn du kannst. Bitte. Wir überprüfen, dass das Wasser fließt. Versprochen. Und mach nichts Dummes wegen Draka. Nur ein Emporkömmling handelt unbedacht. Eine Kommandantin wartet ab. Hey. Die Wüste war so gut, dich hierher zu führen. Zwischen Draka und Yara wird's noch ungemütlich. Vielleicht kann ich das verhindern. Vermutung habe ich auch. Fallen mit Stil. Haben die von Half-Life geklaut, der legendäre Crouch-Jump? Naja, war eben nicht, weil mit Crouchen hat es ja nicht funktioniert. Bin dann einfach nur nach vorne gegangen und dann ist er einfach so reingegangen. Und was macht Starbuck eigentlich? Starbuck spielt Fallout 4. Ist der Vanilla oder mit Mods? Tabak? Das kommt in meinen Vorrat. Natürlich modded. Ah. Modded taugt doch nichts. So, haben wir hier ein Wallet? Da spielst du eine spezielle, so, oh, wie heißen die Dinger, die das komplette Ding ändern, das komplette Game, da kam jetzt, nee, ich glaube, war das Fallout 4, da gab es sogar jetzt eine mega große, oh, ich weiß den Namen gerade nicht. Also die Mod, die halt alles Mögliche verändert. Das gibt eine gute Farbe. Da wird das gerade einfallen. Ähnlich Multiplayer. Das ist so ähnlich, oder ich glaube an New Vegas angelehnt. Aber er liegt auf der Zunge. Ich krieg gerade nicht raus. Nee. Das ist irgendwie, glaube ich, ein ganz großer Mod ist das. Da wurde ewig dran gearbeitet. Oh. Sonnenflügel. Die fliegende Maschine, die Solarenergie absorbiert und in Gruppen auftritt. Sie verfügt über viele Plasmaangriffe, während ihr Energieschild und ihre Beweglichkeit es erschweren, sie zu treffen. Oh. Löschwasser. Gemini-Überbrückungen gesperrt. Würde ich sagen, da halten wir uns mal ein bisschen weg von. Könnten Aua machen.
Aber viele Geier. Präzisionspfeilbeutelhammer. Was haben wir denn da? Aber wir brauchen auf jeden Fall Muskeln. Maschinenmuskeln. Beinchen. Bleiben Sie da. Die Luft ist dick vor Hitze. Hör ich da etwa ein kleines Mimimi, Aloy? Also von mir gäbe es ein großes Mimimi, weil Sauna ist für mich tödlich. Wenn Yetaka die Wahrheit spricht, bringen Yara und Draka nicht nur einander um. Ich muss etwas tun können. Du sollst eine neue Rüstung haben. Mögen deine... Was? Mögen deine? Ein Handel ist willkommen. So, erstmal speichern. Dann... An der Wunde im Sand sind Soldaten, aber keine Yara. Was ist denn los? Hin? Von hier. Kann Hikaru Regala besiegen? Wir werden sehen. Hallo, Raka. Ich muss die Wunde sehen. Ich fürchte, deine Gegenwart wird in den Kommandoquartieren verlangt. Ist alles okay? Der Dissident Draka wurde für seine Taten an der Wunde festgenommen. Was hat er denn getan? Er ist gewaltsam in die Wunde eingedrungen. Die war bis auf ein kleines Rinnsal aus der Maschine in der Wüste leer, das bei deiner Reparatur entstand. Er hat es nicht gut aufgenommen. Natürlich nicht. Ich gehe zu ihm. Nee. Müssen gleich da hoch, ne?